So, ja, also Einführung in die Sprachwissenschaft und die Grundlagen, um die es natürlich geht, die müssen wir natürlich zuerst besprechen. Und der Gegenstand der Sprachwissenschaft ist natürlich da von besonderem Interesse. Und no, klar, es heißt Sprachwissenschaft und die Wissenschaften heißen natürlich nach ihrem Gegenstand, sodass klar ist, Gegenstand der Sprachwissenschaft ist die Sprache und wir haben das schon diskutiert, die Sprache, die sich in Texten manifestiert, denn wir brauchen halt Gegenstände, die irgendwie ja, der Beobachtung zugänglich sind. Ja, Beobachtung im weitesten Sinne, die muss man sich jetzt nicht unbedingt anschauen, sondern Beobachtung kann heißen Vermessung oder so. Und Texte muss man natürlich trotzdem nochmal weiter definieren. Ja, manchmal sagt man eben, dass Text eine Menge von zusammenhängenden Äußerungen ist. Ne? Das mit dem Zusammenhängen ist ganz wichtig. Das steckt auch im Wort Text drin. Ne? Text ist ja etymologisch verwandt mit tatsächlich mit Textilien oder Textur. Da ist irgendwas verwebt. Ne? Verwebt. Das heißt also zusammenhängende Äußerungen, also nicht irgendwelche disparaten Äußerungen, sondern irgendwie zusammenhängende Äußerungen sind Texte. Oder man kann auch sagen Sprachprodukte, nur dann steckt Sprache wieder mit in Text drin. Gut, geht natürlich. Ja, ich habe jetzt mal ein Schaubild gemacht, um das mit den Disziplinen und den Gegenständen etwas überschaubarer zu machen. Allerdings sieht das Schaubild dann auch ein bisschen unübersichtlich aus auf den ersten Blick. Aber wenn ich Ihnen da ein bisschen was erkläre oder wenn Sie diese Farben verfolgen, dann wird, glaube ich, schnell klar, was damit gemeint ist. Also zunächst mal eben Sprache manifestiert in Texten, hatte ich schon gesagt. Dann habe ich hier nochmal geschrieben, gesprochen, geschrieben. Also Texte sind in unserem weiteren Textbegriff, wie wir ihn in der Sprachwissenschaft verwenden, sowohl gesprochene wie geschriebene Texte. Manchmal wird eben das auch nochmal unterschieden und gesagt, ja, gesprochene Texte sind irgendwie was anderes. Aber es sind eben gesprochene und geschriebene Texte. Und da gibt es eine alte Bezeichnung für die Wissenschaft von den Texten. Das nennt man eben auch Philologie, da komme ich gleich noch drauf, also die Wissenschaft von den Texten. Und das ist schon eine ja, sehr alte Disziplin, denn man hat schon vor langer Zeit festgestellt, dass es manchmal Texte gibt, die schon etwas älter sind und die man deshalb nicht so gut versteht und hat sich eben dann sehr intensiv mit diesen Texten auseinandergesetzt. Und so ist eben die Philologie entstanden, also die Textwissenschaft könnte man auch sagen. Textwissenschaft ist oft ein moderner Ausdruck für Philologie. Und Philologie hat halt eine gewisse Tradition, die tatsächlich schon aus der Antike kommt. Denn das Problem mit den Texten, die man nicht mehr so gut versteht, dieses Problem ist schon sehr, sehr alt. Ja, und in der Philologie geht es also um Texte, und zwar besonders um solche Texte, die sehr interessant sind. Also man hat in der Philologie sich sehr stark mit literarischen Texten beschäftigt. Und jetzt mal so wissenschaftshistorisch gesehen ist dann eben aus der Philologie auch die Sprachwissenschaft hervorgegangen und die Literaturwissenschaft. Bei der Literatur geht es ja um geschriebene Texte vor allen Dingen, aber nicht nur, wer genau hinschaut. Ich habe die Klammer etwas höher gemacht. Inzwischen sagen die meisten Literaturwissenschaftler, dass ein Textbegriff, der sich nur auf geschriebene Texte bezieht, nicht ausreicht. Dass also Literaturwissenschaft weitergehend ist und auch gesprochene Texte umfasst, aber eben mit bestimmten Methoden sich diesen Texten nähert und eben vor allen Dingen literarische Texte betrachtet. Also irgendwelche Rechnungen aus alter Zeit, zum Beispiel antike Töpferrechnungen aus antiken Töpfereien, sind nicht
Gegenstand der Literaturwissenschaft, weil eben gesagt wird, ja, diesen Texten fehlt der literarische Anspruch. Es gibt allerdings inzwischen Philologen, die sich auch mit solchen Texten auseinandersetzen. Insbesondere, wenn man nichts anderes hat über eine bestimmte Sprache oder Kultur. Und wir haben zum Beispiel spätantike Töpferrechnungen, die einen Hinweis geben auf das Keltische. Oder wir haben zum Beispiel einen keltischen Kalender. Und mit dem beschäftigt man sich eben auch aus allgemeinem Interesse an der Kultur der Kelten oder auch an der Geschichte. Da sind wir dann eben auch bei der Frage der Kulturwissenschaft, Philologie, Literaturwissenschaft und letztlich auch Sprachwissenschaft sind natürlich Teil einer umfassenden Kulturwissenschaft. Oder die ersten geschriebenen Texte überhaupt, die man hat, sind dummerweise auch Rechnungen, beziehungsweise nicht dummerweise, sondern dummerweise eben nur Rechnungen und keine literarischen Texte, aber die sind natürlich trotzdem sehr interessant. Wir haben aus dem Zweistromland alte Keilschrifttexte, die zunächst mal Rechnungen sind. Das war das Erste, was die Leute aufschreiben wollten, wenn man da irgendwie jemandem Geld leiht oder überhaupt irgendwas anfertigt für jemand anders, dann muss das irgendwie festgehalten werden, weil man da ja vielleicht eine Gegenleistung bekommt. Das waren eben diese Rechnungen. Und von daher ist das natürlich auch philologisch interessant. Also die Philologie beschränkt sich nicht auf ästhetische Texte, was dann ist die Literaturwissenschaft. So. Ja, aus der Philologie hervorgegangen ist dann letztlich auch die Sprachwissenschaft, die sich eben auch schon immer nicht nur mit geschriebenen Texten beschäftigt hat, sondern eben versucht hat, auch was über gesprochene Sprache herauszufinden. Das war früher schwierig, also insbesondere in der Antike. In der Antike hat man sich nämlich auch schon mit Sprache beschäftigt. Da konnte man sich natürlich schon mit gesprochener Sprache beschäftigen, nämlich wenn sie gerade gesprochen wurde, klar. Aber man hatte eben keine Möglichkeit, das leicht aufzuzeichnen. Man konnte eventuell mitschreiben, aber das Mitschreiben ist auch schwierig, weil man das eben auf irgendwelchen Tafeln gemacht hat. Das eignete sich nicht so gut. Und jetzt etwas anderes als aufzuschreiben, konnte man mit gesprochener Sprache eigentlich nicht tun, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, als man dann das Grammophon erfunden hat. Und dann konnte man endlich Sprache auch anders aufzeichnen als durch Mitschreiben. Und das eröffnete natürlich dann ganz neue Forschungsmöglichkeiten. Und wir sind inzwischen in der Lage, eben tatsächlich auch noch mit Texten gesprochener Sprache zu arbeiten, auf der Grundlage der Gesprächsaufzeichnungen, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückführen. Also die großen Erhebungen, große Sammlungen, sind so zwischen 1898 und 1901 entstanden auf Wachswalzen. Und die sind natürlich ausgesprochen interessant, weil man da eben auch den großen Unterschied der gesprochenen Sprache zu den heutigen Varietäten sieht. Und es sind natürlich da auch schon Sprachen aufgezeichnet worden, die es heute gar nicht mehr gibt. Auch das ist natürlich ausgesprochen interessant. Ja. Bleibt jetzt hier noch das, was ich hier so als umfassenden Kreis bezeichnet habe, nämlich die Kultur, also Texte, Sprache, Literatur. Das ist natürlich alles Teil der Kultur, zu der auch noch viel mehr gehört. Klar, die materielle Kultur gehört dazu. Und das wird eben alles in der Kulturwissenschaft betrieben oder betrachtet. Wobei natürlich der Kulturbegriff noch viel schwieriger ist als der Sprachbegriff. Auch der Gegenstand der Literatur ist schwer zu definieren. Aber Kultur ist sicherlich da am schwierigsten. Und die Kulturwissenschaft ist im Grunde auch erst als Disziplin, eine ziemlich junge Disziplin,
Wobei jetzt immer noch nicht völlig klar ist, was eigentlich Kulturwissenschaft ist. Oft wird das Wort Kulturwissenschaft auch verwendet als Ersatz für Geisteswissenschaft, weil man eben mit dem Wort Geisteswissenschaft ein gewisses Problem hat. Was ist der Geist? Noch schlechter definieren als Kultur. Kultur ist auch offensichtlich etwas, was mit menschlicher Gesellschaft zusammenhängt, also nicht nur mit einer Einzelperson, sondern mit der Gesellschaft, während bei Geisteswissenschaft eben doch vielleicht der Fokus zu sehr auf eine einzelne Person liegt. Wir werden nachher noch für die Sprache sehen, dass es mit einer Einzelperson eben nicht geht, dass wir tatsächlich bei Sprache so ein gesellschaftlicher Charakter eine Rolle spielt. Ja, wie gesagt, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und am Ende auch Kulturwissenschaft sind hervorgegangen aus der Betrachtung von Texten, aus der Philologie. Und es lohnt sich vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs zu machen, was die Philologie eigentlich macht. Die macht nämlich drei Dinge, die sind hier bezeichnet. Und da die Philologie das schon ziemlich lange macht, sind diese Bezeichnungen auf Lateinisch, nämlich Traditio, Interpretatio und Critica. Und Sie können sich wahrscheinlich gleich schon denken, was sich dahinter verbirgt. Traditio ist die Überlieferung, da geht es darum, Texte zu überliefern. Und das Problem ist halt, dass Texte möglicherweise verloren gehen. Und man möchte nicht, dass sie verloren gehen, weil sie offenbar einen besonderen Wert darstellen. Und da muss man eben dafür sorgen, dass der Text irgendwie weiter besteht, indem man ihn zum Beispiel abschreibt oder so. Dann, das sagte ich vorhin schon, Texte werden immer schwerer. Wenn ein Text alt ist, versteht man ihn irgendwann nicht mehr so richtig. Und da muss man sich halt mit der Bedeutung des Textes auseinandersetzen. Das muss man auch schon bei neueren Texten machen, aber da ist es relativ leicht, irgendwie auf die Idee zu kommen, was denn der Text bedeutet. Bei älteren Texten ist das schwieriger. Und deshalb der zweite Bereich hier, Interpretatio, da geht es natürlich darum, Texte ja im Grunde wieder verständlich zu machen, zu interpretieren, heißt halt, dass man sich da irgendwie Gedanken darüber macht, was der eigentlich nun aussah, dieser Text. Das ist auch ein Kernbereich der Literaturwissenschaft geworden. Wenn man jetzt guckt, was ist da ausgekoppelt aus der Philologie in die Literaturwissenschaft, dann ist es insbesondere der Aspekt der Interpretation, der Textinterpretation. Und als letztes Kritika, was ist damit gemeint? Wenn man das so heute sieht, das italienische Wort Kritika, Literaria ist eigentlich ein anderes Wort für Literaturwissenschaft oder Literaturkritik, wird manchmal auch gesagt. Aber eigentlich ist damit was anderes gemeint. Kritika, auch im griechischen Verb Kritein 7, da geht es darum, herauszufinden, was der Autor nun eigentlich wirklich geschrieben hat oder gesagt hat. Denn wenn Sie sich vorstellen, es wird immer überliefert, dann wird der Text ja vielleicht auch verändert. Da haben wir verschiedene Versionen von dem Text. Und welche Version ist jetzt die richtige? Das sind die Fragen. Da versucht man eben zu rekonstruieren, wie die Urform des Textes ist. Und das ist genau das, was man mit Kritiker bezeichnet. Und das steckt da noch so ein bisschen drin, wenn man sagt, das ist jetzt textkritisch. Und dann geht es darum, herauszufinden, was ist der wirkliche Text und was ist irgendwie dazugekommen. Das ist also auch ganz wichtig. Und ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Philologie. Auch das wird zum Teil in der Literaturwissenschaft fortgeführt, aber ist nicht so das Hauptaugenmerk der Literaturwissenschaft. Also jetzt herauszufinden, was der Dichter oder der Autor nun wirklich gesagt hat. Gut, ja, kommen wir also jetzt doch von der Textwissenschaft und den Texten, in denen sich Sprache manifestiert, wieder zur Sprache an sich zurück und zur Frage der Sprachdefinition. Also, Sprachdefinition. Wie kann man Sprache definieren?
Und da haben Sie ja zu Hause schon gesehen, gibt es verschiedene Definitionen. Und ich mache das dann oft so, dass ich mal gucke, was denn die Leute so im Allgemeinen denken. Wir haben das vorhin schon hier ein bisschen durchgeführt durch die Befragung. Aber wenn ich jetzt hier Sie nicht befragen kann, dann kann ich ja mal gucken, was ist denn so der Wissenskonsens in der Wikipedia. Und das habe ich hier gemacht. Allerdings habe ich die englische Wikipedia genommen, weil die deutsche Wikipedia, Sie können sich das selber anschauen, eine sehr seltsame Definition hat von Sprache. Die ist fast unverständlich. Man müsste das mal ändern. Nur den Anfang eines Wikipedia-Artikels zu ändern, ist eine abendfüllende Beschäftigung. Nein, nicht nur abendfüllend, das dauert manchmal mehrere Tage. Ich habe da jetzt doch nicht so richtig die Zeit dafür. Aber die englische Wikipedia bietet eine gute Definition, mit der man auch was anfangen kann. Ich habe das hier dann auch mal entsprechend zitiert. Also der Artikel Language, der Anfang des Artikel Language ist das hier, aus der englischen Wikipedia. Und ich habe das jetzt hier mal so zitiert, wie man das machen soll bei der Wikipedia. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also wenn man die Wikipedia zitiert, was ja oft so ein bisschen verpönt ist, ne? Verpönt deshalb, weil es keinen Erkenntnisgewinn bringt, sondern immer nur Erkenntnisse bringt, also einen persönlichen Erkenntnisgewinn vielleicht, aber nicht für die Allgemeinheit, sondern immer nur das widerspiegelt, was Leute schon für ja, konsensuelles Wissen halten. Und wenn man das zitiert, und kann man ja machen, um eben genau das darzustellen, was sich Leute so denken, dann muss man das natürlich richtig machen. Die Wikipedia hat die unangenehme Eigenschaft, sich ständig zu ändern. Und deshalb muss man einen sogenannten Permanent-Link, also Permanent-Link, einsetzen. Also wenn Sie mal die Wikipedia zitieren, also gilt nur für solche Instrumente, die sich ständig ändern, dann einen permanenten Link. Also dieses Zitat, so wie es da steht, finden Sie unter diesem etwas komplizierten Link. Das ist irgendwas von Old ID. Das ist eben genau dieser Bearbeitungsstand, nämlich der Stand vom 20.10.2016. Wenn Sie aus dem Internet zitieren mit Links, sollten Sie ja immer den Stand angeben, also das Datum. Ne? Nur die Wikipedia verändert sich so schnell, sodass man diesen Stand gar nicht mehr angeben muss, 20.10.2016, weil das sowieso nichts hilft. Das kann sich am 20.10. 100 Mal geändert haben. Ne? Deshalb gibt es da eine entsprechende ID, das ist genau die Nummer dieser Version, Sie sehen, die ist sehr hoch, da sieht man, dass es sehr, sehr viele Änderungen gibt. Wie gesagt, sowas macht man bei Wikis, also bei irgendwelchen Dingen, die sich schnell ändern, auch bei Foren muss man das so machen. Ansonsten reicht einfach anzugeben Stand mit Datum und andere Webseiten ändern sich halt nicht so häufig, sondern reicht das Datum. Und natürlich sollten Sie immer auch einen Titel angeben. Steht ja Language, Wikipedia Language, wenn Sie irgendein Zitat haben. Also muss aus irgendeinem Werk zitiert sein. Selbst wenn das im Internet ist, hat es meistens einen Titel. Webseiten haben in der Regel Titel. So, was lesen wir da? Language is the ability to acquire and use complex systems of communication. Oh, genau, das, die Idee der Kommunikation steckt dahinter. Und dann sehen Sie auch, System, komplexes System, müssen wir nachher mal schauen. Und dann steht da particularly the human ability to do so. The human ability, da haben wir das mit dem Menschlichen. Aber steht extra da particularly. Also es gibt vielleicht auch noch andere, die Sprache benutzen. And a language, also eine Sprache, is any specific example of such a system. Also, was ist neu zu dem, was wir vorhin hatten? System, also Kommunikation, klar, menschliche Fähigkeit, aber jetzt System, Complex System. Wir müssen uns also mal überlegen, was es mit dem System auf sich hat. Das kommt in anderen Definitionen dann gleich auch noch. Und hier ist noch was Besonderes, auf das ich Sie schon hinweisen will. Es wird nicht einfach gesagt, Language is a complex system. Das steht zwar später da, a language is any specific example of such a system, sondern es steht, Language is the ability to acquire and use. Also Sprache ist irgendwie eine Fähigkeit.
was sich dahinter verbirgt, ist so eine Unterscheidung, die Sprache ohne Plural und Sprachen, was sind die spezifischen Beispiele. Diejenigen von Ihnen, die romanische Sprachen sprechen, wissen, da gibt es verschiedene Wörter. Französisch langage, langue, langage eben diese ability und langue dann die spezifische Sprache oder Linguache, Linguache, Entschuldigung, Linguache, Linguaggio auf Italienisch, im Gegensatz zu Lingua. Also in romanischen Sprachen gibt es dafür zwei verschiedene Wörter. So, interessant. So, und jetzt gucken wir uns noch an, was bestimmte Gelehrte dazu meinen. Hier haben wir einen solchen, Edward Sapir. Edward Sapir, 19. Jahrhundert, 1884 geboren, 1939 gestorben. Edward Sapir, ein Klassiker der Sprachwissenschaft. Der hat auch was mit Sprache und Denken zu tun. Jedenfalls wird der Zusammenhang von Denken und Sprache als Sapir-Whorf-Hypothese bezeichnet. Die ist allerdings von einem gewissen Herrn Whorf und nicht von Herrn Sapir. Sapir hat auch was dazu geschrieben, was aber überraschend anders klingt. Ich habe das mal in einem Aufsatz bearbeitet, was Edward Sapir eigentlich wirklich meint zum Thema Denken und Sprache. Das ist dann doch etwas anders, als gemeinhin kolportiert wird. So. Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. Also, was ist neu? Symbole. Voluntarily produced symbols. Symbole. Auf die müssen wir noch eingehen, was damit gemeint ist. Aber es gibt irgendwie ein Mittel der Kommunikation. Und was wird kommuniziert? Ideas, emotions and desires. Das ist die Frage, was sind das? Was sind Ideen? Gefühle, Wünsche, schwierig. Wenn einfach nur Kommunikation gesagt hätte, hätte man sich besser gefühlt. So, menschlich haben wir wieder, ja? Human method. Purely human, also der schließt Maschinen und Tiere und so vollkommen aus. Non-instinctive. Offenbar gibt es wohl noch andere Methoden, die irgendwie anders gehen. Also wahrscheinlich steckt die Idee dahinter, dass wenn mir jemand auf den Fuß tritt, dann kommuniziere ich natürlich dem gleich, dass es mir wehgetan habe. Aber das tue ich vielleicht jetzt nicht überlegt, sondern instinktiv. Also Aua, Schrei, dann ist das offensichtlich nicht sprachlich, weil es instinktiv ist. Obwohl sich natürlich hier auch die Frage stellt, ich schrei Aua, jemand anders, der eine andere Muttersprache hat, sagt was anderes. Also da ist Sprache vielleicht doch im Spiel. Ei, auf Französisch. Also schwierig. Gut. Nehmen wir einen anderen, einen Zeitgenossen von Sapir, der nicht immer mit Sapir einer Meinung war. Beziehungsweise es gibt da so einen Antagonismus zwischen Edward Sapir und Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield, ja, wir sehen 1887 bis 1947. Während ich von Edward Sapir ein Foto habe, was ich frei verwenden kann, ist es hier ein Foto der Yale University, was allerdings auch frei ist, Public Domain steht. Ich habe trotzdem die Quelle angegeben. Von dem anderen Foto habe ich keine richtig gute Quellenangabe, außer den Hinweis, dass es sich um ein frei verfügbares Foto handelt, weil es so alt ist. Dieses Foto ist offenbar nicht ganz so alt, obwohl es älter aussieht. Und da gibt es halt eine Quellenangabe. Bloomfield hat andere Auffassungen, hat leider selber in seinem Buch über die Sprache, also Sapir und Bloomfield haben jeweils ein Buch geschrieben mit dem Titel Language, aber Bloomfield hat sich gedrückt um die Definition von Sprache. Schreibt er ganz am Anfang. Ach, das sei so trivial. Also
Sprache. Tun wir ständig, dauernd. Also wir nutzen Sprache ständig und dauernd. Da hat man keine Definition gegeben. Aber zwei Bloomfield-Schüler, Bernard Block und George Traeger, haben 1942 in einem Buch mit dem Titel Outline of Linguistic Analysis eine Bloomfield'sche Definition von Sprache gegeben. Bernard Block habe ich hier, auch ein Foto von der Yale University. Language is a system of arbitrary vocal symbols by which a social group cooperates. System kennen wir schon. Jetzt haben wir das Wort arbitrary. Arbitrary. Also willkürlich. Sie fragen, ob das stimmt. Das muss man überlegen. Willkürlich. Willkürlich kann das eigentlich nicht sein. Wenn ich mir jetzt überlege, dass irgendwie das, also ich nehme jetzt für einen Gegenstand, der hier rumliegt, das Wort bläh, wird man mich vielleicht nicht verstehen. Also willkürlich geht nicht. Aber gut, steht hier. Arbiter. Vielleicht ist mit Arbiter ja was anderes gemeint, als ich mir hier so denke. Vocal Symbols, das bedeutet natürlich, dass geschriebene Sprache keine Rolle spielt und dass Gebärdensprache vielleicht keine Rolle spielt. Was nicht so gut ist, denn ich meine, geschriebene Sprache und Gebärdensprache sind natürlich schon auch vollwertige Sprachen, die auch ein System bilden. Also mit dem Vocal Symbols ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber jetzt kommt was Neues. By which a social group cooperates. Also irgendwas mit sozial. Eine soziale Gruppe kooperiert. Das ist natürlich mehr als ein Individuum, eine soziale Gruppe. Und das ist ein Aspekt, den wir bisher noch nicht hatten. Also irgendwie arbeiten da Leute zusammen. Ja, Social Group bezieht sich natürlich jetzt auch wieder auf Menschen. So, eine weitere Definition. Jetzt fehlen die Bilder, weil es zwar welche gibt, die aber alle urheberrechtlich geschützt sind. Deshalb kann ich die hier nicht bringen. The institution whereby humans communicate and interact with each other by means of habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. Robert Hall, 1968, arbitrary, wieder, oral auditory, nichts Geschriebenes. Symbole hatten wir schon, habitually used ist gut, gewöhnlich genutzt. Also nicht ganz arbitrary, sondern irgendwie gewöhnlich genutzt. Interact, communicate. Communicate and interact. Das ist jetzt doch dieser Kommunikationsgedanke. Und zwar sehr weit, weil interact mit communicate, von communicate nochmal unterschieden wird. In der heutigen Kommunikationswissenschaft muss man das, glaube ich, nicht unterscheiden. Institution. Sehr seltsames Wort. Was ist denn damit wohl gemeint? Schauen wir mal ein bisschen weiter. Symbol Systems haben wir hier bei Robbins. Symbol Systems, wieder Symbole und System. Almost wholly based pure or arbitrary conventions. Ja, wieder arbitrary und convention. Nicht conventions, convention. Da fehlt eine Präposition, glaube ich. Almost wholly based on pure or arbitrary convention. Also jetzt, die symbolischen Systeme beruhen auf Convention, auf Konvention. Oh, das ist natürlich schon was anderes als arbitrary, wo hier arbitrary convention steht, also willkürlich von der Gruppe aus gesehen. Nehmen wir jetzt mal einen berühmten, neueren Linguisten. Naja, neuer. 1928 geworden, doch dürfte der jüngste sein von diesen. Da gibt es auch ein Foto, was ich nutzen darf, unter einer freien Lizenz veröffentlicht worden ist, vom Kulturministerium von Argentinien. Noam Chomsky, der sagt in seinem Hauptwerk, seinem ersten großen Werk, Syntactic Structures von 1957,
Das ist vielleicht nicht sein Hauptwerk, aber immerhin das erste große aus einer Reihe von berühmten Werken. Da sagt er, from now on I will consider language to be a set, finite or infinite. Of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. Also, eine Menge von Sätzen, vielleicht eine unendliche Menge von Sätzen, von endlicher Länge, finite in length, und aus einer geschlossenen Menge von Elementen zusammengesetzt. Sie sehen, das ist schon sehr formal. Hier kommen wir so ein bisschen an die Idee der Computersprachen ran. Und ja, also eine ganz andere Art von Definition, aber irgendwie was zusammengesetzt, konstruiert aus bestimmten Elementen, entstehen diese Sätze und die bilden die Sprache. Sie sehen hier vor allen Dingen, der Fokus ist darauf, wer wie Sprache produziert. Und das ist halt ein ganz bestimmter Ansatz und sollte man vielleicht in der Sprachwissenschaft anders machen. Denn in der Sprachwissenschaft wollen wir ja beobachten, was passiert. Und da muss man vielleicht jetzt nicht so eine Definition aus der Sicht des Produzenten haben, sondern vielleicht besser eine Definition aus der Sicht des Beobachtenden zu haben. Nehmen wir eine weitere Definition. Da heißt es, Language is the discrete combinatorial system humans use most for communication. Also ja, wieder diskretes kombinatorisches System, damit wird das zusammengesetzt. Und das Hauptmittel der Kommunikation. Jetzt wird hier noch erklärt, was mit discrete gemeint ist. Discrete means separate here and combinatorial means ability to add together. Ja. Und dann nochmal, wenn es wirklich klar ist, we take small separate parts, das kennen Sie aus der Chomsky-Definition, push them together in specific combinations and create larger parts of language. Ja. Hey, ist in 2015 eine ganz neue Definition, aber eben beruht auf den Definitionen, die wir schon kennen, insbesondere Chomsky. So, und dann möchte ich zum Schluss natürlich noch meine eigene Definition hier vorstellen, die etwas anders ist, und Sie sehen den Unterschied gleich. Nämlich, ich schreibe in meinem Buch Italienische Sprachwissenschaft von 2013, aus der Beobachtung menschlicher Kommunikation lässt sich ein System von Regelmäßigkeiten ableiten, das als Sprache bezeichnet wird. Ja, da fehlt was, weil das italienische Sprachwissenschaft ist, da habe ich das italienische Wort Linguaggio noch stehen, das habe ich hier weggelassen. Aus der Beobachtung menschlicher Kommunikation lässt sich ein System von Regelmäßigkeiten ableiten, das als Sprache bezeichnet wird. Also sehen, Kommunikation steckt wieder drin, menschlich steckt wieder drin, weil das doch im Vordergrund steht. Aber jetzt aus der Beobachtung, also wir schauen da als Sprachwissenschaftler drauf, es ist also eine Definition, die man als empirisch bezeichnen würde, also die beruht auf der Beobachtung und nicht darauf, was Leute tun. Also definiert Sprache als das beobachtbare Ergebnis menschlicher Kommunikation. Und zwar lässt sich eben aus dieser menschlichen Kommunikation ein System von Regelmäßigkeiten ableiten. System kennen Sie schon. Ne? Jetzt haben wir ja Regelmäßigkeiten. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, diese Regelmäßigkeiten, die man erkennt. Und insbesondere, wenn man sich einer Sprache nähert, die man nicht kennt, merkt man sehr schnell, dass da gewisse Dinge offenbar regelmäßig sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. So. An dieser Stelle machen wir dann mal eine Zäsur. Wir werden uns dann das nächste Mal etwas weiter damit beschäftigen, was denn jetzt eigentlich Sprachwissenschaft ist. Schauen Sie sich am besten das Material an, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe. Und diese Dinge, die ich Ihnen heute präsentiert habe, können Sie da auch nochmal nachlesen. Und dann
setzen wir in der nächsten Woche an dieser Stelle fort.